Wir protestieren gegen die steigenden Mietpreise in Berlin, die nun auch im neuen Mietspiegel, der heute vorgestellt wird, dokumentiert werden und die mittlerweile im Schnitt über 5 Euro pro Quadratmeter netto kalt liegen, was für viele Menschen nicht mehr bezahlbar ist. Dafür Berlin müsste auf jeden Fall als erstes ein Mietenstopp ausgesprochen werden. Als zweites müsste wieder Wohnungsneubau initiiert werden, überhaupt stattfinden, und zwar breit und gefördert. Und als drittes müsste alles das, was der Senat hier als auch kommunaler politischer Gestalter machen könnte, wie Verbot von Umwandlung in Gewerberäume, von Wohnungen in Gewerberäume, Verbot von Umwandlung in Ferienwohnungen, also alles das, was den Wohnraum für die Berliner Bevölkerung zusätzlich verknüpft. Davon steht ein Haus leer und vor ungefähr einer Viertelstunde ist dieses Haus besetzt worden. Das wurde nicht gut erobert. Ja, die Schlesische Straße 25. Wer Lust hat, nachdem er hier auch die Politik natürlich informiert hat, Unterstützung zu geben, kommt alle hin, das wird eine Profi geben. Und wir bleiben natürlich dran. Und parallel dazu ist auch das Büro von Schulz besetzt worden, weil wir finden schon, dass er einfach ist. Also ich muss sagen, ich bin Anwohner hier und ich bin gestern Vater geworden und ich finde das sehr gut, dass hier eine Aktion in dem Haus ist, weil also für uns gibt es gar keine Chance, als kleine junge Familie hier Wohnraum zu finden und da wären 33 Wohnungen, ich würde da sofort einziehen, aber es geht halt leider nicht. Deshalb finde ich das ganz toll, dass hier jetzt heute eine Aktion ist. Immer die Mietsteigerung und nichts wird gemacht. Das ist schlimm. Genau so hier auch. Wird nichts gemacht, nur der Profit. Das ist für die Leute, für die Eigentümer wichtig. Sonst nichts. Das ist vielleicht eben wichtiger, was der Senat macht, als sich um hier um die Mieter zu kümmern. Das bringt nichts, weil der Senat sagt, das geht mir am Arsch vorbei. Jetzt vielleicht, wo die Wahlen jetzt vorstehen, ja, da wird sich vielleicht ein bisschen, dass sie sich so drum kümmern, aber das verläuft wieder im Sande. Die kümmern sich nicht drum. Und deswegen sage ich, ich gehe nicht mehr wählen. Das ist alles nur die oberen, gewisse, wie viele sind, weiß man nicht hier in Berlin, die den Reibach machen. Ja, und der Senat kümmert sich nur um diese Leute, nicht um die Mieter. Oh!
kurz festgenommen. Die machen Reiber. Die tun vielleicht die Leute hier raus, so wie es hier auch steht, die Leute raus. Und weil es leer ist, dann lässt sich schneller verkaufen und die machen dann einen Reiber. Ich bin 70 Jahre alt, aber ich bin ein ruhiger Mann. Aber ich habe jahrelang den Mund gehalten. Aber das bringt nichts. Jetzt habe ich die letzte Zeit gedacht, man müsste ein bisschen mehr mit Gewalt alles machen.